So, wir machen heute diese blitzschnelle Sauce Hollandaise. Die ist super schnell und einfach gemacht. Und wenn du wissen willst, wie das Rezept geht, dann bleib jetzt am besten dran. Die Zutaten und Mengen stehen ja unter dem Video in der Infobox. Ich habe hier jetzt einmal Eigelb drin. Zum Eigelb geben wir jetzt etwas Salz. Dann brauchen wir Zitronensaft. Das verrühren wir jetzt mal. So, und mit dem Pürierstab ist jetzt einfach wichtig, dass wir das nicht rechts und links und so in der Gegend rumwurschteln, sage ich jetzt mal, sondern das dann immer so nach oben ziehen, während wir ganz langsam flüssige Butter einrieseln lassen, aber halt ganz langsam. So, ich bin richtig begeistert. Es hat super geklappt. Ja, wichtig ist halt wirklich, das einfach langsam einrühren zu lassen und dabei immer pürieren. Ihr habt es ja gesehen. Jetzt pfeffern wir das Ganze noch und salzen. Ich habe es aber eben abgeschmeckt. Bei mir ist jetzt genug Salz dran. Und dann haben wir auch schon unsere schnelle Sauce Hollandaise. Ist richtig gut und richtig begeistert. Ja, und das ist jetzt unsere Sauce Hollandaise. Ich werde jetzt natürlich nur einmal kurz abschlecken. Ich will mir die ja jetzt nicht so, also will das jetzt nicht so essen. Schmeckt so lecker. Ist natürlich eine Kalorienbombe, aber das ist halt Sauce Hollandaise. Auf jeden Fall lohnt es sich, die unbedingt mal nachzumachen. Deswegen macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!